Ach ja, ich wollte noch was anfügen. Ich habe auch noch einen super duper Fun Fact für die Platin. Das soll Erzähl. das beste Pokémon-Spiel so gewesen sein von den Critics, von den Kritikern. Was auch. Und ja, und dann habe ich noch gelesen, dass die neuen Features gar nicht mal so groß gewesen sein sollen. Das hat so ein Team da gesagt. Und ich würde teilweise durchaus zustimmen, weil was hat sich groß verändert? Wow, da liegt ein bisschen Schnee rum. Warum liegt dort eigentlich Schnee? Also, ich darf ja auch mal mit erwähnen, Pokémon Platin ist an sich auch so im Allgemeinen schon krass schwer. Weil du natürlich ja auch halt eben ab Diamant, Pearl, Platin, da hast du quasi eine Champion-Dame mit gehabt, Cynthia, und die hat sich natürlich reingebrannt und die flext sein gesamtes Team weg. Ansonsten möchte ich ja noch mit erwähnen, es gibt ja noch einen zweiten Hack, den möchte ich auch gerne nicht vorenthalten. Und zwar ist es dann hier der Renegade Platin Hack. Der ist mal richtig geil. Da wurden quasi Elemente aus der fünften und sechsten Generation mit eingebunden. Das heißt, du hast auch logischerweise Attacken aus der fünften und der sechsten Generation mit dabei. Der Feen-Typ wurde mit eingefügt. Und da musst du natürlich ja komplett hart umdenken. Und das wird natürlich dann richtig krass. Oh. Ein Giflor. Oh. Haha, du hast so die erste Generation langweiler Pokémon. Ah, schön. Ach, herrlich. So, also gucken wir uns mal an, wie eigentlich so ein Fangtutorial hier mit Das abläuft. wüsste ich wirklich gern. Jetzt kann ich den Witz nicht mehr bringen. Wieso? Kannst du ruhig schon noch mit erzählen? Nee, denkst du, Giflor ist ein bisschen traurig, dass es jetzt gefangen wird und dann nicht mehr verwendet wird? Eben. Genau wie das Safcon. Oder, na gut, warte mal, was kommt jetzt uns normalerweise? Ich glaube, ein Bidizar. Hm, genau, Bidiza. Bidizar ist aber auch ein richtig gutes Pokémon in Competitive. Vor allem Sklave. Ja, vor allem Sklave, das ist einer der besten vor allem Sklaven. Oder auch ein Enton. Das kannst du mit Kraxler, Stärker, Surfer, Whirlpool, Kaskade, Das kannst du wusste ich wunderbar nicht. ausrüsten. Ich habe sonst immer Tropius. Tropius habe ich von der dritten Generation in die vierte übertragen, weil das mit Fliegen, Stärke, Zerschneider und noch irgendein Okay. Scheiß ziemlich gut war. Also, das wird mal jetzt hier für mich die erste Route. Ich gehe mal rein. Alles klar. So, was kommt, was kommt, was kommt? Ich Trommelwirbel! dachte schon, ich hätte die Legi. Du kriegst nur die erste Gen-Pokémon. Yeah, Alter, schön. was? Okay. Ah, Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Ah! Fingal! Fingal. So, lass mich raten, das Vieh, das hat ja natürlich Giftdorn. Ich werde instant vergiftet. Instant beim ersten Mal. Ach ja, drück mir die Daumen, dass ich mal einen Crit lande. Sonst dauert das hier 19 Attacken oder Alter, ich so. habe jetzt schon zum vierten Mal hintereinander das Vieh geflincht. Das. Zum vierten Mal hintereinander. Flinch, 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 flinch. Und beim ersten Mal instant Giftdorn, instant vergiftet. Warte mal, mit was für einer Attacke überhaupt? Erstauner. Ach, mit der Stauner kannst du flinchen, ja, stimmt. Ja, das könnte ich bei dir, wenn wir jetzt hier gegeneinander kämpfen würden, kann ich nicht, weil du hast quasi bei dir Konzentrator, du schreckst nicht zurück. Stimmt. Dich Ich bin juckt der das mal überhaupt Feind. nicht. So. Also Winker ist auf jeden Fall gut, weil ich hatte schon das Gefühl, dass es mit Fliegen, na gut, X-Bad kann auch fliegen, aber ich war der Typ, einen geilen Softlock irgendwo, wenn das Pokémon wegstirbt, weil man nicht wegkommt mit Fliegen oder Surfer oder so. Das wird eklig, aber ja, das sollte ich, sag ich mal, hinkriegen. Ja, da ist der Crit. Also, was ich noch mit sagen wollte, hoffentlich wirst du bei keinem einzigen Routen-Pokémon einen Crit erzielen. Los, 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 los. Ah. Musst du noch etwas schwächen? Wie Ich viele Bälle hast du will noch? irgendwie nicht, weil wenn es jetzt zu oft Aquaknarre einsetzt, wird es ein bisschen knapp. Ich meine, klar, ich habe noch einen Trank. Will ich Wingull verwenden? Es ist schwer, weil Käferattacken sind wirklich scheiße. Ja, Ja, ich habe Wingull. Schön. weil es ja auch Wasserflug ist vom Typ her. Wasserfluch? Ach Also, ja, hier er Winger. ist nicht sehr effektiv. So, ich habe mir erstmal mir 10 Puh. Pokébälle noch mitgeholt, habe ich noch einen Premierball noch mitbekommen, restlichen Geld in Getränke mit eingespült. Also, ich bin jetzt komplett bankrott, aber dafür habe ich jetzt Haufen Pokébälle. Okay, also ich hätte mich grundsätzlich für Pekko entschieden. Das wäre natürlich wieder eine Saphir-Referenz. Dann hätte ich zwei Saphir-Referenzen, mehr oder weniger. Ist da Dadurch, dass aber im Übrigen der Pecco männlich oder weiblich? das ist weiblich. Also aufgrund des Namens würde ich es männlich einschätzen von diesem Seefahrer, aber Ja. wir haben jetzt hier ein Weibchen, das heißt, es wird Peggy. Peggy. Ohne G mit CK. Okay. Also, ich gehe jetzt erst einmal zum See der Wahrheit, weil
dort kommen wir erst irgendwann später mal wieder mit zurück und ich möchte dann schon so früh wie möglich dort schon ein potenzielles Routen-Pokémon gefangen haben. Ja, stimmt, damit es nicht so lange auftrainieren muss, das ergibt Sinn. Eben, weil ansonsten hättest du erst beim Surfen hier die Gelegenheit, ein Pokémon zu fangen oder halt eben dann irgendwo im Gras weiter westlich. Nein, geh da noch nicht rein, ich heb's mir auf für Vesprit. Gab's da Vesprit? Da gibt's Vesprit, aber willst du jetzt allen, dass ich jetzt so lange nicht hier die Route betreten? Das also Schwurz ist. Ja, weil, das war nur ein Witz. Okay. Ich encounter jetzt mal den Pokémon. Jetzt wär's eh zu spät. Ja. Oh, ein Hoothoot. Nicht schlecht, du hast die Pokémon, die man immer in der ersten Region findet, also in der. Ja, ja, aber hey, das ist mal ein Pokémon, was nicht aus der ersten Generation ist. Wow. Hat schon Fortschritte. Aber mal überlegen, wie schwäch ist das Pokémon? Erstaune hat keine Wirkung und Absorber zieht nichts ab. Hey. Fang den Zuber, dann reden wir nochmal drüber. Über das lustige Gefühl. Hey, was wär's eigentlich, wenn du auf einer Route einen Sonnenkern triffst? Und das musst du fangen. Ich habe mal überlegt, als du von Ditto erzählt hast, habe ich so ein bisschen über Ditto philosophiert. Mhm. Wie cool das wäre. Aber ich find's. Naja, weil man. Ja, was will man denn mit Ditto? Das ist. Es ist immer. Warte mal, was übernimmt's? Die Statuswerte bleiben. Also sagen wir es mal so: Solange Ditto noch nicht die versteckte Fähigkeit einsetzen kann, ist das eigentlich nur zu einem einzigen Sinn gut und lediglich nur für die Pension. Ja! Alter! Geil. Ansonsten, wenn es natürlich hier seinen Betrüger hier hat oder wie diese Fähigkeit gleich mal heißt, dann verwandelt er sich ja sofort in das Pokémon des Gegners und übernimmt autonom alle Statusveränderungen gleich mit. Das heißt, wenn der Gegner hier einen Omni-Boost mit hat, du wechselst Ditto ein, Instant Omni-Boost, wenn der Gegner hier noch einen Energiefokus noch mit hat, dann übernimmst du auch diesen Effekt noch mit und wenn du dann ein Ditto mit einem Choice Scarf auswählst, dann sweetst du damit alles weg. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur wie Zoroaks versteckte Fähigkeit, dass es schon automatisch verwandelt wird oder irgendwas in die Richtung. Nee. Also bei Ditto mit seiner Fähigkeit kann auch Prankster, so heißt die ja im Englischen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt im Deutschen heißt, kannst du quasi dann so ein Ditto dann wunderbar zum Sweep ansetzen. So. Los, also noch einmal verwirrt. Absorber und dann nehme ich mir ein Hoothoot mit. Oh, Hariyama. Zu Hariyama habe ich auch wieder eine Geschichte, aber das ist eher eine Pokémon-Geschichte, Pokémon-Figuren-Geschichte. Da hatte ich mir damals meine Oma was gekauft, so geile Figuren. Und Hariyama hatte hinten so japanische Haare, so einen Zopf irgendwie. Und da habe ich mit meinem Kumpel so eine Attacke erfunden, die hieß Schöne Haare. Und da hat es damit irgendwie angegriffen. Das war ganz merkwürdig. Ich greife an mit Schöne Haare. Ja. Oh, ich hasse es, dass es keine Pokémon-Figuren mehr im Süßwarenabteil gibt. Das war immer so cool, diese geilen Pokebälle. Und mit dieser Poke-Riegel-Fake, die es dazu noch gab. Oh, das war so geil. Ich hab's so geliebt. Ja, das ist aber auch so ein Ding, was ich in der dritten generell nie so großartig verstanden habe. Wenn du quasi in die Safari-Zone mitgehen möchtest, ja, also das jetzt Rubin, Saphir, Smaragd, dann musst du ja unbedingt hier so eine Knusp-Box bei dir haben mit Poke-Riegeln. Ansonsten kommst du dort ja gar nicht rein. Okay. Wie beim Winger auch, muss jetzt mal ein bisschen hochpokern. Ja. Ich sehe im Übrigen hier meine beiden Pokémon, die tragen sogar irgendwelche Items bei sich. Was für welche? Warte. Ja! Schön. So, nur mal zum reinen Spaß. Ich will mal wissen, was es hier noch gegeben hätte. Deswegen habe ich jetzt mal mein Pokémon mal hochgeheilt. Das werde ich eventuell nicht machen wegen auswegslos. Ja. Nicht schlecht. Meryl hätte ich noch mitbekommen. Meryl wäre an sich auch richtig geil gewesen. Noch ein Wasser-Pokémon. Entweder mit Speckschicht. Ja, also entweder mit Speckschicht oder mit hier Kraftkoloss. Also Azumarill hier mit Bauchtrommler hier einsetzen und dann hier mit physischen Attacken durchsweepen. Doch, das hatte ich ja im Playstation. Bauchtrommel ist auch überhaupt nicht gefährlich für den anderen Partner, wenn man die Hälfte der KP verliert. Überhaupt nicht. Bei mir kommt nichts Englisches in die Tüte. You don't say. Okay, auf diese Route. Oh Gott. Ein Pummelhof. Pummelhof. Es ist zwar bei mir immer super spannend, aber ich will auch wissen, was bei dir abgeht. Hatten deine beiden Pokémon jetzt ein Item?
Ja, also meine haben da zumindest ein Item. Ich weiß zwar noch nicht, was für eins, aber werden wir gleich sehen. Ich könnte schon wieder kotzen. Aber dafür habe ich schon eine recht gute Coverage. Hier mit Kampf und Flug und mit nochmal Pummeluff hätte ich natürlich dann eine komplette Geistimmunität. Kühn. Adlerauge. Oh, das ist sehr wichtig, vor allem bei dem scheiß Nebel, den es hier gibt. Also Adlerauge sorgt lediglich nur dafür, dass der Genauigkeitswert nicht gesenkt werden kann. Ey, das Vieh hat schon Energiefokus. Oh. Das habe ich. Energiefokus und Tackle, das wird richtig böse. Plus Speckschicht, also ich glaube, eine bessere Fähigkeit kann Makuhita gar nicht haben. Adrenalin wäre es noch gewesen. Oh, Speckschicht, das wird mein sowas von Ice-Counter. Oh, yes. Und auch Feuer-Counter. Ja. Obwohl, stimmt, er lernt, glaube ich, eine Wasserattacke von sich aus. Nee, Hariyama als Level 1-Attacke. Ach ja, stimmt, du kannst ja auch schon Pokémon fangen. Ja. Also auf der Route habe ich jetzt einen Pummeluff, welche Überraschung, gefangen. Und ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, aber ich glaube, das hat jetzt ja nur Gesang jetzt nur einsetzen wollen. Also ich glaube, das Vieh kann auch jetzt nur Gesang. Glaube ich nicht. So ein Tackle wird es bestimmt schon drauf haben. Werden wir gleich sehen. So, es ist sogar ein Weibchen. Ich denke mal, dann nehmen wir hier den Namen, weil es ja dann auch später ja eine Fee wird. Und weil es auch generell schon ziemlich, gut weißt dick du was? Ist. Du hast schon wieder einen Stein-Pokémon bekommen. Ha! Was, wie, wo, wie, Gestein, hä? Hab ich was verpasst? Einen Mondstein-Pummeluff. Ach so, ja stimmt. Und ich habe das hässliche Snackmark bekommen. Aber wird auf jeden Fall interessant werden. Oh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Hat es bei dir Flammenkörper oder dann hier Magma-Panzer? Ich will Flammenkörper haben. Es bringt Magma-Panzer außer der versteckte passive Effekt nochmal. Also ein Magma-Panzer. Flammenkörper. Ja, also Magma-Körper sorgt dafür, dass es außerhalb eines Kampfes wie Flammenkörper quasi Eier schneller brütet. Also das heißt, du brauchst nur die halb so weite Strecke mit zurückzulegen. Und ansonsten im Kampf ist es so, dass dann sehr effektive Attacken um eine Stufe gesenkt werden. Also das heißt, wenn es dann später dann ja zu Feuergestein wird, hat es ja dann im Allgemeinen eine Vierfachschwäche gegenüber Wasser und durch Magma-Panzer wäre es dann nur in Anführungsstrichen eine Dreifachschwäche. Das klingt ziemlich interessant. Und Hariyama reinwechseln. Pummelfee hat sogar auch ein Item. Alter! Ich brauche ein bisschen Glück. Du hast das Glück der Items. Ja, eins, zwei, drei. Ah. Los, los, los. Es kam, wie es kommen musste. Die Entchen? Musste. Ja, die Entchen. Yes. So, jetzt kannst du nochmal dein Glück versuchen. Ja. Aber ich bin wirklich erstaunt, wie viele Pokémon man hier am Anfang bekommt. Das ist unglaublich. Deshalb ja. Das ist das Gute. Obwohl, das ist ein bisschen... Los, los. Ach. Was, das kann noch gehen, ne? Oh mein Gott. Ui. Ey, das ist aber gerade im Anfangsbereich sehr gut. Oh ja, mit Fangen. Beispiel, oder wenn du den Gegner instant im nächsten Zug sicher einschläfern lassen möchtest. Ja, scheiße. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr trainieren muss am Anfang jetzt als du. Naja, also das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich würde zumindest sagen, sobald du das Pokémon gefangen hast... Los, 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 zwei, glaub an mich, drei. Dass wir dann erst einmal hier eine kleine Unterbrechung machen, zwecks auch Trainingssession, bevor wir dann in den ersten Trainer reinrennen, weil ich möchte da meine Pokémon hier zumindest alle auf dem etwaigen Level dann bringen wie Samba. Ja, vor allem bei mir. Oh scheiße, es wird nichts. Denk dran, ich möchte hier ein potenzielles Kapaloris haben und du willst ein potenzielles X-Bad haben, natürlich. Also streng dich an. Und ich will wahrscheinlich mehr ein X-Bad haben als du ein Kapaloris. Da sind wir uns für alle mal einig. Na gut, du brauchst ja nur Zuneigung, ich brauche ja nur einen Wasserstein. Hey, hey, hey. Also mal gucken, Wasserstein, Mondstein, Mondstein, normal. Schau dir jetzt die Items an. Ich halte es nicht mehr aus vor Neugier. Okay, also erstmal. Alter! Ja, na klar, ich calle Bullshit. Na klar. Als ob, als ob. Was kommt als nächstes? Ein Glücksei. Keine Ahnung. So, natürlich Gifthorn. Nicht schlecht. So, Heulerkratzer. Okay. Oh. Mit einem Sonnenstein. Nicht schlecht. Nice. Adlerauge, auch nicht schlecht. Ja. Das scheiß Geflinche. Tackle, Heulergesichte. PM02. Ah,
Und Charmbolzen? Natürlich, natürlich. So. Aber guck mal, es kann nur Gesang. Ich habe übrigens einen Crit gelandet. Schneckmank ist verwirrt. Oh, es wird knapp. Oh, ja, es greift an. Okay. Also es wird... Ich bin noch nicht draußen aus dem roten Bereich. Ja, ja. So, mal gucken. TM02, das ist Meteorologe. Meteorologe ist, wenn jetzt ja Hagel oder Regen oder Sandsturm oder Sonntag aufgesetzt ist, dass halt eben dann eine Feuer-, Wasser-, Gestein- oder Eisattacke machst. Na endlich. Oh. Yay! Halber Herz, Kasper. Zum Glück kommen danach erstmal ein paar Trainer, damit ich noch ein bisschen Preisgeld einstreichen kann. Ja, ja, aber zunächst würde ich dann sagen wollen, dass wir hier gleich erst einmal den knapp 50-Minuten-Part beenden. Warte doch erstmal. Ja, ich brauche noch einen Namen. Ich lasse noch Zeit, Makago. Aber beeil dich. Oh, ich habe einen guten. Mangago. Wegen Mango. Na gut, wie eine Mango. Man braucht schon ein bisschen Fantasie dafür. Natürlich, natürlich. Die braucht man ohnehin. So, das will ich jetzt aber auch noch abchecken. Du kannst hier ruhig Item. Ja, du kannst im Übrigen hier zur lieben Mama gehen und dich dort heilen lassen. Weil, guck mal, du hast ein verbranntes, du hast ein eingeschläfertes Pokémon. Und zwei. Und zwei sind schon hier okay. Vom Abnippeln. Drück mir nochmal die Daumen, ich hatte jetzt relativ viel Pech. Okay. Ah. Als ob! Ey, Alter, du kannst ein fucking Aerodactyl dir holen. Ja, aber das können wir doch nicht regeln durch die... Na, Soarlink. Das wird doch irgendwie nichts. Na, streng genommen haben wir eigentlich gut, warte mal. Außer wir sagen. Das zählt ja nicht als Wiederbelebung. Oder? Nee, ich meine, wie wollen wir das regeln? Dir fehlt doch dann ein Pokémon. Das ja, gut, heißt, ja, stimmt, ja, doch, ja, genau, doch. Das heißt, entweder wir müssen hoffen, dass du noch ein zusätzliches Pokémon. Also, wir sagen mal stimmt. So, ich habe jetzt einen Token. Nee, du hast einen Token und das nächste Pokémon, was du irgendwie for free bekommen kannst. Durch was weiß ich nicht noch, das kannst du dann irgendwie behalten, oder? Ich darf mal kurz mal einwerfen, der Token, der war ja eigentlich ja dafür da, dass man sagen... Nee, das ist was anderes, meine ich, will ich damit sagen. Ach so. Okay. Ja. So meine Überlegung. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, die Pause. Die Training-Pause. Training-Pause, aber ich würde natürlich mal sagen... Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, nicht vergessen, liken, hypen und abonnieren. Das muss natürlich sein. Und guckt es natürlich sowohl bei mir als auch quasi beim guten Landtetnal etwas näher mit an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag an dieser Stelle tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Ciao.